Hallo und herzlich willkommen zurück zu Miss Survival. Wir werden heute wieder ein bisschen weiter survivalen, beziehungsweise versuchen weiter survivalen. Und mir wurde in die Kommentare geschrieben, dass ich im Auto sicher bin vor diesen bösen, komischen Kreaturen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee und das werde ich dann auch gleich mal ausprobieren. Obwohl, ich finde, es sieht jetzt halt schon sehr neblig aus. Und ja, ich bin mir noch sehr, sehr unsicher, wie genau neblig es dann insgesamt aussehen soll. Aber das werden wir herausfinden. Denn es sieht fast schon so aus, als ob wirklich Nebel aufziehen würde. Und hier ist ein Auto und da kann ich reingehen. Das ist schon mal sehr schön. Das heißt, wir werden jetzt heute hier nochmal einmal nachschauen. Ich habe ja das letzte Mal alle meine Ressourcen verloren. Ja, sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Aber ich weiß oder wusste halt noch nicht so richtig, was ich da tun soll. Und deswegen machen wir das jetzt heute hier so weiter. Ich gehe gleich ins Auto, falls es wirklich neblig werden sollte. Und es sieht wirklich neblig aus. Ich würde aber nochmal kurz im Ofen hier gucken und mal schauen, ob ich irgendwas übrig gelassen habe. Aber ich glaube fast, ich hatte so gar nichts übrig gelassen. Ah ja, ich habe hier noch ein bisschen was, aber der Rest ist irgendwie nicht mehr so wirklich verwendbar. Das heißt, ich muss auf jeden Fall Ressourcen weitersammeln. Und looten und ja, keine Ahnung, was man hier halt so alles machen muss. Ich bin gespannt. Und ich weiß auch nicht, ob man irgendwie bauen kann und warum ich nicht in dieses Auto hier steigen kann, sondern nur in das eine. Naja. Okay. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Oh. Oh. Da ist ja so ein Typi. Ach, na super. Und wenn es dann gleich neblig wird, dann kann er raus, oder wie? Okay. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob er mich im Haus angreift. Es sieht schon mal sehr blutig aus hier. Oh. Oh. Es ist doch noch gar nicht neblig. Ah, er rennt dann wieder rein. Okay. Okay. Gut. Also, ich muss mich auch vor Häusern in Acht nehmen. Gut zu wissen. Na super. Jetzt muss ich aber auch nochmal wahrscheinlich irgendwas bekommen. Open the door, um das, genau, um das hier irgendwie zu reparieren. Fülltank, also Räder habe ich ja schon mal eins. Das heißt, diese ganzen Sachen muss ich fürs Auto sammeln, damit ich ein bisschen weiterkomme. Und ich denke mal, bestimmt liegen die auch hier irgendwo rum. Also es geht ja eigentlich noch mit der Nebligkeit hier. Vielleicht dauert das auch noch ein bisschen. Ich würde dann nochmal hier reingehen, aber erstmal so in der Nähe bleiben, damit ich vielleicht heute ein einziges Mal überlebe. Oh, was ist das? Oh, Shelter Command, cool. Set a Base, jawoll. Jetzt haben wir eine bessere Base. Na, das ist doch schön. Oh, ich brauche aber Wasser. Alles klar. Bessere Base schon mal. Kann ich denn hier wenigstens sein? Ich kann hier sein. Und ich bin bestimmt sicher. Und ich habe Loots. Yay. Das ist doch besser als das andere Teil auf jeden Fall. Okay. Wir machen aber die Tür mal zu. Das ist jetzt also mein neues Heim. Das ist doch toll. Und hier ist Wasser und da ist auch noch was anderes. Ich habe aber, wie gesagt, schon echt ein bisschen Angst. Kann ich hier irgendwie drink? Sehr schön, dann trinken wir erstmal ein bisschen. Hoffentlich werde ich nicht krank davon. Ja, ich habe keinen Water Container, also nichts, um Wasser reinzumachen. Aber schön zu wissen, wie das funktioniert. Ich denke, oh, wenn es dunkel wird, kommen die auch, wenn es dunkel wird? Oh, nächste Frage. Sehr schön. Aber dehydriert? Ich habe doch jetzt was getrunken. Willst du nochmal was trinken? Na, trink mal ein bisschen. Okay. Ich würde sagen, wir gehen nochmal einmal kurz zum Haus. Zum Haus wollte ich schon sagen. Hier hin. Und gucken da einmal. Weil hier ist noch eine Cola-Dose. Yay. Supi. Und wie geht's da so weiter? Ich finde es schade, dass man die Autos wirklich nicht irgendwie, dass man da reingehen kann zumindest. Ach, guck mal, hier ist ja auch noch was. Ein bisschen Frucht. Und mehr habe ich aber auch nicht. Und ich kann auch nicht ins Zelt rein. Das ist aber sehr, sehr schade. Okay. Dehydriert. Hunger, Herz. Echt, so viel Durst habe ich? Ja, dann trink doch einfach mal. Oder bringt das hier nichts? Ey, wie bringt das gar nichts? Na, dann trink mal ein bisschen Cola. Ja, guck mal, Cola geht sofort, ne? Na gut, okay. Okay, kann ich denn wenigstens die Cola-Dose eventuell... Ach nee, die ist jetzt weg.
Schade. Aber komisch, dass das mit dem Wasser jetzt nicht geklappt hat. Das finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Oh, ich habe ja echt Angst. Wird es nur... Wenn es neblig wird, kommen die dann raus oder auch wenn es dunkel wird? Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde unglaublich gerne in... Ach, das ist mein Schatten. Oh Gott, was ist das denn? Das sieht ja lustig aus. Das soll wahrscheinlich der Schatten irgendwie vom Wald sein, von den Windmühlen. Das sieht echt ein bisschen beängstigend aus, ne? Ich gucke mich aber nochmal schnell außen um. Vielleicht finde ich ja wenigstens außen irgendwas. War das denn der Typi? Das war der tatsächlich, okay. Und der steht jetzt hier. Oh je, oh je. Entweder kann er keine Sonne ab oder generell kein Tageslicht. Hi. Ach, bleib bloß da. Interact. Geht nicht. Okay, ich kann das leider nicht öffnen. Oh, ich habe ja echt ein bisschen Respekt vor denen, ne? Müll. Gib mir Müll. Hier wird doch irgendwas sein noch. Oh je, ich glaube, es wird da wirklich neblig, oder? Ich habe einfach mal so gar keine Ahnung. Es ist schon echt ziemlich dunkel. Kommst du raus, wenn es dunkel ist? Oder nur, wenn es neblig ist? Ich weiß es nicht. Ich könnte ihn ja mal rausscheuchen. Und mal gucken, ob er auch dann rauskommt. Was sind mehrere? Ich habe das Gefühl, jemand ist hinter mir her. Nee. Ich glaube nur, wenn es neblig ist. Weil jetzt ist es ja schon relativ dunkel. Da hinten ist ja auch noch irgendwas, ne? Wenn ich nicht so ein Angsthase wäre, dann würde ich da hingehen. Weil hier ist ja nichts weiter. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt Holz bekomme. Außer halt zu sammeln. Und ich habe auch nichts. Oh je. Oh je, ich weiß nicht weiter. Ich weiß einfach mal so gar nicht weiter, außer dass ich super gerne in das Haus gehen würde. Schön wäre es, wenn sie dann rauskommen würden und dann dort in die Scheune reingehen würden zum Verstecken, damit ich da ins Haus dann kann zum Looten. Weil sonst ist hier ja irgendwie nicht so wirklich was in der Nähe. Da hinten ist noch irgendwas. Ist das auch ein Auto? Ich kann das von hier aus leider nicht erkennen, was das ist. Naja, laufen wir halt mal hin. Wir haben ja noch nicht so wirklich was im Inventar, deswegen ist das wahrscheinlich noch nicht ganz so schlimm, wenn ich nochmal sterbe. Ah, das ist noch so ein Auto. Okay, es gibt tatsächlich mehrere Autos hier. Dann sind das bestimmt insgesamt immer Autos. Open the door, drive. Oh, ich habe sogar Licht. Funktioniert natürlich nicht. Das war klar. Okay. Auto hier auch. Das ist schön. Und hier ist nämlich noch ein Häuschen. Das kann ich auch als Base erstmal nehmen. Okay. Ich möchte mal rein. Hallo? Ist hier jemand? Zum Glück nicht. Cola! Ja, komm. In mein Inventar, bitte. Was haben wir hier noch Schönes drin? Nochmal ein bisschen was zu essen. Super. Meine Gesundheit ist ein bisschen angekratzt. Ein Messer! Yay! Kann ich das ausrüsten? Moment. Wie rüste ich denn das Messer aus? Zack. Eins. Okay. Messer-Attacke. Ich glaube, aber letztes Mal hatte ich ja auch schon ein Messer. Und das war auch nicht so geil. Gut. Vielleicht können sie ja auch nicht in die Häuser hier reingehen. Das könnte natürlich auch sein. So, ich könnte aber auch einfach mal hier speichern. So, set as space. Dididim. Achso, ist schon. Ich wollte gerade sagen, kommt jetzt ein Signal oder nicht? Nein, es kommt kein Signal. Ja, Steine nehme ich auch mal mit. Stöcke! Ja, die brauche ich. Es ist schon so dunkel und ich habe noch keine... Ich habe keine Lampe. Warte mal. Bevor ich jetzt hier weiter weggehe,
Muss ich doch nochmal außen rum gucken, ob hier noch irgendwas... Ah! Ah, okay. Ein Wassertank. Der leer ist und ich immer noch kein Behältnis habe, um irgendwie was zu machen. Cool. Okay. Also wir können das hier alles richtig schön benutzen. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Jetzt fehlen mir nur noch die Behältnisse dazu. Und dann hätte ich schon mal Wasser auf jeden Fall sicher. Oh, ein Hammer. Das ist auch schön und kann ich bestimmt gut werkeln. Nehmen wir mal die ganzen Steine mit. Stein soll es sein. Was haben wir hier? Was bist du? Ach, du bist eine Glühbirne. Das ist ja auch sehr provisorisch gemacht. Oh, das ist doch neblig, oder? Ich bin mir echt unsicher, ob es neblig sein soll oder nicht. Federn. Kann ich das noch nicht mitnehmen, bitte? Oh nee, ich habe keinen Platz mehr. Ah, hier ist auch noch ein Wohnwagen. Okay, also man muss sich echt richtig gut umschauen, ne? Bestimmt hat doch der Wohnwagen irgendwas zu bieten, was ich gebrauchen kann. Ein paar Werkzeugkästen zum Beispiel. Die kann ich stacken, das ist sehr schön. Oh, die Steine allerdings nicht mehr. Müssen wir mal so ein bisschen aufpassen. Das ist der See. Hier ist ja auch noch so ein Riesengebäude. Kann ich mir hier was kochen? Leider nicht. Okay. Ach, guck mal, hier ist auch noch ein Auto. Das ist ja echt sehr interessant. Na, wenigstens gibt es einige Autos. Komponenten. Oh, ich kann leider nicht rein. Ach, schade. Und da ist auch nichts drin, ne? Ja, jetzt muss ich nur gucken, wie ich craften kann halt, ne? Das ist jetzt so die Frage aller Fragen. Und was ich da so brauche zum Craften, ist auch recht wichtig. Und wie das hier mit der Dunkelheit ist. Ich könnte mal was essen, oder? Wie geht's mir denn überhaupt? Ich bin noch ein bisschen angeschlagen, bin ein bisschen hungrig. Na dann, ess ein paar Blaubeeren. Ja, bringt nicht so besonders viel, ne? Aber ein bisschen wenigstens. Sogar für den Durst. Das finde ich ja mal praktisch. Weil normalerweise ist es ja bei den meisten Survival-Spielen so, wenn man was isst, was eigentlich quasi saftig ist, dann wird das nicht als Durst angesehen. Also das füllt nicht den Durst, sondern nur den Hunger. Und hier füllt es beides. Das finde ich gut. Oh Gott. Jetzt habe ich doch ein bisschen Angst vor Häusern. Aber die sehen ja auch schon so heruntergekommen aus. Sehr heruntergekommen sogar. Nix drinne. 0,0. Hallo? Ist hier jemand? Höre ich nicht irgendwas? Ich glaube, ich bilde mir auch schon Sachen ein. Hier sind noch mehr Komponenten. Also ich glaube, ich muss die irgendwo auf jeden Fall dann mal... Hallo? Es hat so gerauscht. Das Rauschen irritiert mich noch. Was ist das denn? Ein Kit. Kits sind immer gut. Hier dürfte aber keiner drin sein, oder? Sonst würden wir das doch schon knurren hören. Denke ich zumindest. Hoffe ich. Hier ist auch nichts drin. Also ich muss unbedingt mein Inventar dann gleich ein bisschen leer machen. Oh, siehst du, das kann ich schon nicht tragen. Ja, ich denke, ich werde erstmal zurückgehen zum Häuschen. Und das tatsächlich als Base so ein bisschen benutzen dort. Irgendwie ist das halt schön groß. Da stehen zwei Spinte drin. Und Autos sind ganz in der Nähe. Und ich kann von hier aus überall hin. Also von dort aus zumindest. Finde ich jetzt nicht so verkehrt als Base. Vorübergehend zumindest. Dann können wir auch tagsüber... quasi immer nochmal da runter und schauen, was man da so werkeln kann. Hier habe ich auch den Wassertank. Und Durst ist ja immer etwas ganz, ganz Schlimmes. So, ah, guck mal, was ist das denn noch? Ah, eine Axt. Guck mal, die kann ich auch nicht tragen. Okay, ich mache aber trotzdem mal zu, weil ich ein bisschen Angst habe. So, genau, das benutzen wir jetzt erstmal. Wir sammeln erstmal ein bisschen. Habe ich Dollenhunger? Ach, ich habe schon Dollenhunger, dann ess das mal. Oh, sehr... Ach nee, doch nicht. Ich dachte, es geht jetzt viel mehr hoch. Nee, geht schon. Okay, so ein paar Schrottteile. Kann man die stacken? Nee, die beiden kann man nicht stacken. Den Hammer würde ich erstmal hier lassen. Erstmal alles hier lassen, was so ein bisschen wichtig ist.
finde ich. Was ist das überhaupt? Auch Materialien. Was ist das? Das ist mein Wooden Arrow. Guck mal, die lassen wir auch erstmal hier. Und den Rest, den kann ich immer wieder einsammeln. Das ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Ja, komm, einmal Steine kann ich auch gleich hier lassen. So. Es ist zumindest erstmal safe. Oh Gott, ich glaube, jetzt kommt wirklich Nebel, oder? Zumindest erstmal safe, falls ich jetzt das nächste Mal sterben sollte. Ich kann auch nochmal ein paar Steinchen mitnehmen. Gut positioniert. Ah! Selbsthealing. Okay. Also ich heile auf jeden Fall. Das ist ja auch schön. Ach, ich habe echt ein bisschen Schiss. Ich fühle mich eigentlich hier relativ sicher. Aber für mich sieht das halt ziemlich neblig aus. Aber ich weiß, das letzte Mal, wo ich gestorben bin, da war es halt noch nebliger. Und ich habe halt sonst nichts weiter. Und das ist nicht ganz so cool, wenn ich nichts weiter habe. Oh, aber ich sehe, meine Zeit ist schon um. Oh mein Gott, die Zeit ist schon um. Ich kann erstmal alles hier einsammeln, was ich noch nicht mitnehmen konnte das letzte Mal. Das ist gut. Das ist eigentlich sehr passend. Zack, zack. Alles einsammeln, was hier so war. Zack. Und ja, dann würde ich nämlich sagen, geht es in der nächsten Folge weiter. Ich würde die Nacht erstmal hier irgendwo verbringen. Ich müsste mir wahrscheinlich einen Schlafsack irgendwie craften. Ich glaube, das konnte man auch, wenn ich mich nicht täusche. Bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Aber ich fühle mich auch... bitte zumachen. Danke. Ich fühle mich dann auch im Auto hier jetzt erst einmal sicher, die Nacht zu überstehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.